Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach auf Windows 11 Screenshots machen könnt. Das Ganze ist super, super einfach und geht auch mega, mega schnell. Dafür gibt es ein paar verschiedene Methoden, die ich euch heute alle zeigen werde. Als allererstes gibt es die Methode, dass ihr alles screenshottet, keinen bestimmten Bereich oder ähnliches. Dafür drückt ihr einfach Windows und Druck ASBF. Druck ASBF-Taste sollte ungefähr oben rechts sein. Die kann aber auch eigentlich nur Druck heißen. Beides gleichzeitig drücken. Und dann wird ein Screenshot gemacht von all euren Bildschirmen bzw. von dem, was ihr alles seht. So, ansonsten gibt es noch die Windows-Taste, dann einmal Shift. Das ist über Steuerung links, auch bei Windows im Prinzip, und S. Dann öffnet sich hier so ein Pop-up. Das seht ihr jetzt gerade nicht, aber bei diesem Pop-up könnt ihr dann eine bestimmte Sache auswählen, indem ihr mit eurem Mauszeiger hoch und runter fahrt und dann könnt ihr hier einen Screenshot machen. So. Das Ganze gibt es. Ansonsten kann man noch einmal hier das Snipping-Tool verwenden. Drückt ihr einfach hier drauf. So, dann drückt ihr hier auf Neu. Und jetzt könnt ihr auch im Prinzip wieder hoch und runter machen, wie ihr wollt. Ist im Prinzip genau das Gleiche. Mit dem Tastencommand kann man das öffnen, so wie wir das vorher gemacht haben. Oder so wie jetzt einfach danach suchen und dann findet man das auch. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das ist jetzt hier mein Screenshot, den ich gemacht habe. Den könnt ihr dann einfach abspeichern, indem ihr hier drauf drückt. Und dann würde ich sagen, das ist es jetzt von mir. Haut rein und ciao.